Ja, die ersten Meter. Ja, jetzt noch nicht ganz viel zu sagen. Ist halt eine Sänfte, ne? Ich weiß nicht, ob es so ganz richtig auf mich eingestellt ist. Mal gleich mal schauen. Bis jetzt rollt es ganz gut. Ja, den dicken Reifen, ja, finde ich, merkt man schon auf dem ersten Meter. Also mal gespannt, wie es gleich auf dem Trail ist. So, die ersten 5,4 Kilometer gefahren. Jetzt geht es wieder berghoch. Läuft eigentlich ganz gut. Man merkt schon die dicken Reifen. 2,6, ich schätze mal, da kommt ein bisschen was Dünneres drauf. Hinten auf jeden Fall. Ist immer fies, wenn man mit einem mitfährt, der E-Bike fährt. Ja, klar. Nee, ist nee, ganz, berghoch ist selbstverständlich. Das ist ganz klasse. Ich zeige euch das mal eben. Fahrmanten. Ich musste dich ja auch einmal zeigen, ne? Ja, so. Ne, hier. Von wegen Motor und so, ne? Ja, die Standardstrecke, denke ich mal, was wir heute fahren. 2-3 Trails dabei. So zum ersten Testen, gucken, wie das Fahrwerk so ist. Aber eigentlich rollt es ganz gut. Bis gleich. Oh, sketchy heute. Wow, ziemlich rutschig heute. Ast rechts. Ah, die Blätter machen das Ganze hier nicht besser. Die Blätter machen es nicht besser. Ja. Ist jetzt auch, da ich ja sonst immer die Maxxis-Reifen fahre, muss erstmal so ein bisschen gucken, wie der Grip von der Schwalbe Magic Mary jetzt ist. Scheint aber zu gehen, aber heute noch so ein bisschen langsam gehen lassen. Wie gesagt, hier auf dem Laub. Rutschig, rutschig. Ja, aber das Bike für den ersten kleinen Test ganz gut. Natürlich schön, wenn wir jetzt bessere Verhältnisse hätten, dann könnte man es eher etwas einschätzen. Ne? Für meine Verhältnisse, ja, ich weiß nicht, vielleicht könnte der Lenker einen Zucken tiefer, ein bisschen tiefer. Das testen wir aber noch alles aus. So, kommt bestimmt gleich noch mal was. Hat. Boiuiuiui. Ja, das lohnt sich zu waschen. Wo wäschst du dein Fahrrad immer? Zu Hause, vor der Garage. Okay, nee, ich fahre immer hier zur Tankstelle. Spritze das einmal ab mit dem Motorreiniger, dann wasche ich den Rest zu Hause. Ich möchte den ganzen Dreck nicht zu Hause haben. Ja, mit dem Motorreiniger musst du immer aufpassen. Ja, gut. Dass du nicht so auf die Lager gehst und so. Ne? Sonst oder was sagt ihr denn dazu? Waschen mit dem Hochdruckreiniger? Ja, nein, vielleicht. Ich bin ja eher für, nee, lieber nicht. Gucken, wie es hier aussieht. Hier ist auch zu. Gucken wir mal. Ab hier geht's. Ja, normal konnte man hier reinfahren. Da liegen jetzt die ollen Bäume. Ja, das ist schon echt nicht schön. Sonst so zum Bike, ja. Der Lenkwinkel fühlt sich flacher an, als er ist. Laut Geometrieliste 5. Was rede ich? Jetzt bin ich gerade durcheinander. Doch sicher, 75,5 Grad. Es fühlt sich an wie, boah, weiß ich nicht, 74 oder so. Ziemlich flach auf jeden Fall. Gucken. Dann muss ich erstmal noch dran gewöhnen hier.
Sonne blendet wieder ein bisschen. Ja, im Vergleich zum guten Miller. Ja, nervös will ich nicht sagen. Aber ich habe so das Gefühl, man merkt einfach, dass dieses hier doch mehr Enduro ist noch gefühlt. Ah, vorbeigefahren. Egal. Fahren wir hier weiter. Gerade gar nicht gesehen, wo es reinging. Die Sonne blendet so. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video wohl sehen kann. Gleich. Ich bin gespannt. Mal einen Weg weiterfahren, wenn du willst. Da sind so Serpentinen. Drei Stück. Oder hinter mir her. Im Wald. Da ist es nur ein bisschen steiler. Ah, nicht extrem, aber ein bisschen. Ne, die Serpentinen sind wir ja letztes Mal gefahren. Fahren wir jetzt mal wieder. Fahren wir jetzt mal wieder hier rein. Linkes. Linkes und hier runter. Ist eigentlich ziemlich egal, ich kann hier runterfahren. Und auslassen und üben. Hallo. So, Fahrwerk offen. Das Fahrwerk, das ich jetzt eben berghoch und so immer in der mittleren Stellung, da fährt es sich wirklich eigentlich ganz entspannt. Ich denke mal, was halt echt noch so etwas einbremst, ist halt eben der Reifen hinten. Aber gut, wenn ich mein derzeitiges Fitnesslevel dazu rechne, ist der Reifen wahrscheinlich doch gar nicht so schlecht. Werden jetzt in nächster Zeit dann halt ein paar Videos mit diesem Bike kommen. Das Route Miller wird natürlich nicht ganz vernachlässigt. Mein Kumpel fährt das ja immer noch. Ich werde mir das von ihm da mal schnappen, um dann noch mal so ein Fazit zu ziehen. Ja, so machen wir das. Ne, haben die Kollegen cool gemacht hier. Da müssen wir gucken, wie dieses hier so ist beim Springen. Muss ich dran gewöhnen. Scheiße. Oh, ein bisschen Kopf lassen. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Am Springen hier mit. Ja, ein bisschen mehr nach hinten. Dann wird es etwas besser. Ja. Ja. Muss ein bisschen mehr nach hinten. Das Miller konnte man etwas zentraler springen. Upp. Ja, das war es erstmal für heute. Führen wir noch mal ein bisschen das Bike. Jetzt schon etwas dreckig.
aber ganz cool. Kollege kommt auch. Ja, dann auf Wiedersehen. Bisschen dunkel. Dunkel ist gut munkeln. Oder wie sagt man so schön? Treppe hinunter. Jupp. Ja, die Lampe, Sigma Basta. Guckt euch das an. Blinken. So. Also das ist ganz hell. Das ist also schon ein richtiger Scheinwerfer. Ja. Das ist also schon richtig hell. Zack. So reicht es für in der Stadt. Man wird ein bisschen gesehen. Eigentlich gibt es auch noch so eine Lenkradfernbedienung für. Ist auch nicht schlecht. Sigma Basta 2000. Kann ich nur empfehlen. Also preis-leistungsmäßig echt super. Doch, doch. Ja. Genau, ich wünsche euch allen noch was. Nur das Beste natürlich. Wir sehen uns. Bis die Tage. Tschö, tschö, nochmal.